Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jung-Nischke und in der heutigen Folge möchte ich nochmal über das Thema Trommelfilter, Endlosbandfilter sprechen, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, es kursieren im Internet solche Gerüchte, dass diese Filter besonders fehleranfällig oder eben, dass die Technik fehleranfällig ist und dass diese Filter halt oft Probleme machen. Ich bin jetzt ungefähr seit 95, ja, ich bin seit 95 Koi-Halter, habe seit 2004, na schon sogar ein bisschen früher, irgendwelche automatisierten Siebfilter. Also ich habe unterschiedliche Trommelfilter schon gehabt, ich habe auch schon Fließfilter gehabt. Die waren in der Regel alle mit einer Steuerung. Und grundsätzlich ist meine Meinung dazu und auch das, was ich so von meinen Kunden höre, dass Trommelfilter im Grunde recht problemlos funktionieren. Es gibt eigentlich ein paar Sachen, die mit der Zeit irgendwann mal auftreten. Das ist aber normaler Verschleiß. Das ist eben da, wo die Trommel abgedichtet ist. Da ist ja eben entsprechend eine Dichtung und diese Dichtung verschleißt irgendwann. Manchmal liegt es auch dann daran, dass die Befestigung sich gelöst hat, sodass dann zwischen Dichtung und Trommel Wasser durchgeht. Dann muss das wieder erneuert, respektive befestigt werden. Aber grundsätzlich Probleme mit der Steuerung ist eigentlich das, was ich am allerallerwenigsten als Feedback bekomme. Eine weitere Fehlerquelle, die mal auftreten kann, aber um dir mal eine Zahl zu nennen, also ich habe jetzt seit 95 meinen jetzigen Trommelfilter. Und nach ungefähr, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, 5 Jahren hatte ich Probleme mit der Niveauregelung. Da musste ich einmal den Niveausensor tauschen. Und ansonsten hatte ich mit meinem Trommelfilter nie wirklich Probleme, dass er mal ausgefallen wäre. Ich habe jetzt im letzten Jahr den Getriebemotor prophylaktisch getauscht, weil der hatte größeres Spiel bekommen und ein Motor ist nun mal oder ein Getriebe ist ein Verschleißteil. Und gerade beim Einsatz mit Wasser ist halt mechanische Bauteile auch höheren Belastungen ausgesetzt. Gerade auch, wir haben ja im Koi-Bereich auch mit Salzwasser zu tun, wenn wir den Teich aufsalzen, was hochkorrosiv ist. Und aus diesem Grund habe ich dann nach, ja, was sind es dann, ungefähr 18 Jahren dann endlich mal den Motor gewechselt. Insofern ist das einfach eine Sache, die man machen muss, weil es sich um ein technisches Gerät handelt, was man eben auch warten und ja, reparieren muss, wenn was da verschleißt. Das ist aber ganz normal. Und ich sehe das persönlich nicht als Nachteil, sondern dadurch, dass man eben, wir haben ja viel mit Autos zu tun, wollte ich sagen. Wir haben ja viel mit Geräten zu tun, die einem Verschleiß unterliegen, nämlich zum Beispiel unser Auto. Unser Auto muss auch regelmäßig in die Werkstatt und da meckert auch keiner drüber. Man weiß, da muss ein Ölwechsel gemacht werden oder mal die Bremsen. Und nichts anderes habe ich beim Trommelfilter, indem ich mal eine Dichtung tauschen muss oder ein Siebgewebe entkalken muss, was eben ganz normale Wartungsarbeiten sind. Gleiche gilt ja im Übrigen für unsere Umwälzpumpen, die auch hin und wieder kaputt gehen, entkalkt werden müssen oder je nachdem, wie sie aufgestellt sind, dass die Wellendichtung getauscht werden muss. Also das sind alles Sachen, die sind normal, die sind planbar in der Regel. Also die Wartung ist planbar und es ist kein Problem, das entsprechend dann auch zu tun. Insofern finde ich, dass diese Argumente, dass solche Filter extrem störanfällig sind und deshalb ein Risiko darstellen und dass ein Bürstenfilter eben, weil er keine beweglichen Teile hat, kein Risiko darstellt. Oder diese Gegenüberstellung hakt aus meiner Sicht. Wir fahren heute auch alle Auto, obwohl da mal was kaputt gehen kann und ab und zu auch mal einer an der Straße stehen bleibt mit einem Defekt, bis der ADAC kommt. Aber das akzeptieren wir auch, weil der Nutzen, den wir durchs Autofahren haben, einfach größer ist und wir viel seltener stehen bleiben, als wir fahren. So, und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für Trommelfilter, für Endlosbandfilter, also für alle automatisierten Siebfilter. Sie funktionieren in der Regel, ist meine Erfahrung, wenn man sich ein namhaftes Produkt kauft, ausreichend zuverlässig und ausreichend gut, dass sie kein Risiko darstellen und Vorteile haben, die der Bürstenfilter nicht hat. Da möchte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, das habe ich gerade zuletzt in dem Video gemacht, findest du da auch.
Insofern ist meine Erfahrung als Sachverständiger, vor allen Dingen als jemand, der unabhängig ist, der weder das eine verkauft noch das andere verkauft, einfach die, dass nach wie vor heute der Trommelfilter, der Endlosbandfilter, wenn es um das Thema mechanische Filtration geht, das Mittel der Wahl sind, und dass diese Filter eben so zuverlässig sind, dass man sie bedenkenlos einsetzen kann, wenn man sich für ein namhaftes Produkt entscheidet. Wenn man den Filter bei einem Wald- und Wiesenhändler kauft, der gerade mal 3 Stück gebaut hat, dann würde ich da natürlich die Finger von lassen. Und deswegen würde ich als Entscheidungskriterium auch ganz einfach das machen, damit das Risiko noch kleiner wird. Wenn du dich für einen Hersteller entscheidest, also irgendwie sagst, okay, ich möchte einen Trommelfilter haben und ich möchte gern den und den, dann würde ich auf den Hersteller zugehen und würde sagen, pass mal auf, mein Freund, ich hätte gern von dir 3 Namen von Menschen, die diesen Filter schon im 2. Jahr besitzen und möchte gerne diese Leute unabhängig von dir kontaktieren und mich mit denen unterhalten, wie zufrieden sie mit dem Filter sind. Bei einer Anschaffung von 3, 5 oder 8.000 € für einen Filter ist das aus meiner Sicht ein legitimer Wunsch. Und wenn du mit diesen Leuten sprichst und die nicht kommerzielle Verflechtungen zu diesem Händler haben, weil sie eben seine Produkte möglicherweise auch verkaufen, dann werden sie dir eine ehrliche Antwort geben, dann kannst du dir noch mehr Mühe machen und gehst auch noch hin und schaust dir das bei den Leuten an, wie der Filter aussieht, ob der Filter, ich sag jetzt mal, Roststellen hat, ob da Schrauben sind, die schon komplett durchkorrodiert sind, wie einfach der Gesamteindruck ist. So, und wenn du das alles gemacht hast und immer noch ein gutes Gefühl hast, dann kannst du meiner Meinung nach risikolos diese Filter kaufen und hast eine sehr sichere Zukunftsinvestition in ein besseres Wasser im Koi-Teich getätigt. Ja, das war's schon zu diesem kleinen Video, das jetzt auch eine halbe Kaufberatung geworden ist. Glaube ich, ist es vielleicht doch für eine Menge Leute interessant. Deshalb auch hier wieder die Bitte, dieses Video mit möglichst vielen Leuten zu teilen. Wenn ihr zu dem Thema Fragen habt, dann ruft mich bitte an 02236 322 8891. Dann kann ich auf eure konkreten Fragen noch eingehen. Ansonsten sage ich danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Junglischke.